schnell eine Granate angeflogen. So, müssen wir hier mal ein bisschen gucken, dass wir hier irgendwie ein kleines bisschen Luft wieder kriegen. Mal was anderes auswählen hier. Kaum noch Munition in der Waffe. Ach, was ist das denn jetzt? Hat ein Visier drauf oder was? Uiuiui. Das ist ja lustig. Mal wieder verstecken. Komm schon. Triff dich! Los! Nicht weglaufen! Bleibst du hier? Oh Mann. Ja, super, wieder Granaten. So, jetzt aber. Komm schon. Ich sehe nichts. Mann, wo ist er denn? Guck mal, da liegt noch was. Oha. Das nehmen wir doch noch mit. Ich hoffe, dass ich jetzt alles auf habe. Ah, schade. Ich glaube, ich nochmal einmal durchgucken. Ob ich jetzt wirklich alles mitgenommen habe oder ob ich was vergessen habe, vielleicht. Machen wir das doch nochmal zwischendurch. Einfach mal so. Auch wenn da gerade hinten welche schießen, aber. Das ist ja. Egal. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir noch was. Ich glaube nicht, dass hier noch was liegt. Ja, es sieht nicht so aus. Uiuiui. Geh weg. So. Weiter geht's. Einmal nochmal durchschauen, schnell. Ein bisschen. Alles im Schnelldurchlauf gucken hier. Wenn ich doch irgendwo vielleicht was übersehen haben. Ich hoffe nämlich nicht. Das wäre nämlich ganz ärgerlich. Oh. Vom Gegner. Schmeiß ich mit Handgranaten an mir. Aua. War da nicht im Gegner? Hallo? Ach, da, guck mal. Da kommt einer. Da steht auch einer rum. Naja, egal. Also da unten war schon mal nichts mehr. Hier oben haben wir, glaube ich, auch jetzt alles, ne? Nicht so der Meinung. Aua. Hör mal auf, mich zu schießen. Das ist doch mal ein anderes Ziel. Komm, aber jetzt. Ja, sehr schön. Der ist schon mal weg. Ah, und? Tot. So. Weiter geht's. Da liegt sie rum. Gucken, ob wir da rankommen schnell und sie wiederbeleben können. Hallo? Wiederbeleben, bitte. Danke. Oh, Granate. Oh, weg. Den Stellen auch noch wiederbeleben. So, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Unterstützung wieder hier. Machen wir den mal weg. Der lebt immer noch. So, das war's. So, dann benutzen wir jetzt das Ding hier mal endlich. Und dann weg hier. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Sehr schön. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Und ja, wie gesagt, ich werde nach jeder Mission mit den Leuten quatschen. Also sofern halt sie was Neues sagen, ansonsten werde ich das halt überspringen natürlich. Damit wir uns nicht immer das Gleiche dann anhören. Wie gesagt, dafür muss ich jetzt also erstmal gucken gehen. Aber ich glaube nicht, dass sie halt immer das Gleiche quatschen. Okay, sie sagt uns schon mal nichts mehr. Das ist schon mal gut. Prinzipiell halt gut, also... Somit wissen wir schon mal, dass die uns nichts Neues erzählt. Und dann schauen wir mal bei ihr hier durch. Ah, guck mal, sie sitzt jetzt. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Wie geht es Ihnen, Commander? Ach, nichts. Okay. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaube, die werden uns jetzt alle nichts Neues erzählen. Dann. Aber halt zwecks einmal durchgucken und wir werden es dann sehen. Okay, keine neuen Updates. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Hallo, Shepard. Okay.
Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Ist die Drohne Ihr neuer Sekretär? Glyph ist eine VI-Einheit und indexiert meine Suchfunktionen in den Datenfeeds. Er ist unverzichtbar. Zum Glück hatte Edi ihn noch an Bord gelassen, nachdem er versucht hatte, ihre Aufgaben umzuschreiben. Ich wollte nur die automatischen Systeme des Schiffs an die unseren angleichen, Dr. Tassoni. Und genau deshalb stehst du auch unter Kabinenarrest. Wie haben Sie den alten Shadow Broker erledigt? Es war ziemlich aufwendig. Dutzende Söldner, nur um sein Versteck zu stürmen. Er musste unbedingt sterben, was? Er hatte einen Freund verschleppt und ich hatte geschworen, ihn rauszuholen. Und? Meine Rettung kam zu spät. Was geschah, als Sie zum Broker wurden? Ich nutzte sein Netzwerk so gut wie möglich, aber meine Einsatzbasis wurde vernichtet, als Cerberus angriff. Ich rettete so viel Hardware wie möglich, aber ich will nicht darüber reden. Wichtig ist, dass ich immer noch Datenfeeds und Agenten habe, auch wenn der Krieg letztere dezimiert hat. Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper, aber nur die Proteaner hatten umfassende Informationen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Wir reden später, Liara. Natürlich. Okay, gut. Das hatten wir, glaube ich, vergessen, mal mit ihr zu sprechen, vorhin. Das ist natürlich, ja, obwohl, hatten wir nicht, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und wenn, ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal schauen, was hier ist. Ob die uns irgendwas Neues erzählen. Hoffentlich haben sie bei dem letzten Cerberus-Angriff. Okay, der erzählt uns auch nichts Neues. Ich bin nur froh, dass wir es in einem Stück überstanden haben. So ein Luftgefecht habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe meine Trident vermisst. Also kann man sich nicht wirklich die Stärke des Korinthen. Hey, was liegt an? Frühere Mission, Spitznamen. Ja, schauen wir mal. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder? Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja. Ein Onkel, Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Wir reden später weiter. Natürlich. So. Ich glaube, da hatten wir auch noch nicht weiter, also sind wir noch nicht weiter drauf eingegangen, auf diesen Herrn da sozusagen. Einmal durchgucken, haben wir vielleicht eine neue Modifikation bekommen. Irgendwas hatte ich doch Neues eingesammelt. Ja, hier, was haben wir denn da?
Oh, ein neues Fernglas. Ja, nehmen wir das. Wahrscheinlich hatte ich das vorhin vergessen. Gut, dann schauen wir mal bei Joker vorbei nochmal schnell. Aber ich glaube nicht, dass Joker uns auch noch was Neues erzählen wird. Und dann haben wir ja auch eigentlich, so viel ich weiß, alle Leute durch, die es im Moment auf der Normandie halt gibt. Und ja, mal schauen. Commander? Ja. Commander? Hilfe. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Moment. Commander? Ah, jetzt, okay. Es war ein kleiner Bug eben gerade. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Was ist denn hier? Cool. Eine Andockstation. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Mission. Und schauen, was die uns Neues bringt. Ich glaube zwar nicht, dass die... wir können ja mal gucken, ob wir neue Informationen haben noch. E-Mails? Nee, haben wir nicht. Okay, gut, dann geht's weiter auf in die nächste Mission. Und die nächste Mission war ja, so wie ich mich direkt recht entsinnen kann, da hinten. Aber wir müssen erstmal noch ganz kurz einmal dieses Sterngebilde, System, genau, dieses System erkunden komplett. Und hoffen, dass wir nicht auf Reaper stoßen. Ja, super, fängt ja gut an. Aber einmal kann man hier nochmal rumfliegen und dann fliegt man halt schnell wieder raus. Und dann fliegt man halt da nochmal rein. Okay, das wird jetzt eng, das wird jetzt ganz eng, das wird ganz eng, das wird ganz eng. Oh, da hatten wir aber ganz viel Glück. So, noch einmal reinfliegen und wir müssen halt noch gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben, weil das System ist leider noch nicht zu 100% erkundet. Aber es sieht nicht so aus, dass ich hier noch was finden werde. Kann doch nicht so schwer sein, hier noch was zu finden. Laut Dings sind es nur 50% halt. Okay. Sehr merkwürdig. Na gut, fliegen wir erstmal ins Massenportal und fliegen dann zu dem Primarchen und retten den mal. Das ist ganz schön laut, muss ich sagen. So, dann schauen wir mal hier. Aber ich glaube, hier ist auch bestimmt nichts, ne? Sieht nicht so aus. Fliegen wir erstmal zu dem Herrn da und retten den dann. Würde ich sagen. Ich weiß, wir müssen dann halt nochmal zu dem anderen hin und dann nochmal dadurch gucken, ob wir da nicht doch noch irgendwo was finden. Später mal. Nicht jetzt halt. Aber es würde halt sonst zu lange dauern, wenn ich das jetzt alles nochmal durchfliegen würde und immer wieder dann. Das würde mir einfach zu lange dauern, deswegen mache ich das halt mal eben schnell so. Wir können mal unsere Panzerung mal etwas erweitern und dann geht's los. Oh nein, nein, das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt.
James,